In der Notaufnahme ist Dr. Johanna Krämer im Dienst, als ein junger Mann nach einer Schlägerei eingeliefert wird. Seine blutige Nase wird allerdings nicht das größte medizinische Problem bleiben. Wach ist er auch, wie ich sehe. Genau. Schmerzen hat er auch. Blut habe ich auch abgenommen, ja, habe ich in der Tasche. Ich gehe davon aus, das war eine Schlägerei, oder? Genau. Ja, wir waren in der Disco. Schwester? Und danke, da war in der Disco. Ja, wir waren in der Disco zusammen und da war so ein Kerl, der hat auf einmal auf ihn eingeschlagen. Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Er ist die Ruhe in Person, also ja. Er würde sowas niemals machen. Ich Alkohol kann getrunken? Ja, ein bisschen, aber das war's auch. Irgendwelche Drogen? Nee, absolut nicht, absolut nicht. Ja. Nein. Als Herr Meyer hier eingeliefert worden ist, haben wir erst mal uns nicht um die Aussagen kümmern können. Wir mussten zunächst aber mal davon ausgehen, dass er schwerwiegende Verletzungen davongetragen hat. So, schauen Sie mich mal an. Wir fahren mal eben noch ein Stück zurück. Philipp. Okay, wissen Sie, was passiert ist? Können Sie mir sagen, was los war? Keine Ahnung. Ich habe einfach nur Schmerzen. Wo sind die Schmerzen? Im Kopfbereich. Im Kopfbereich? Die starken Schmerzen könnten dafür sprechen, dass der 25-Jährige sich neben dem vermuteten Nasenbeinbruch ebenfalls schwere Schädel- und Hirnverletzungen zugezogen haben könnte. Aber ich habe es jetzt noch nicht so ganz verstanden. Was ist denn genau passiert? Hat er angefangen? Wurde er angegriffen? Nee, oder wie? Gar nicht. Also wir waren auf der Tanzfläche, da war schon ein bisschen komisch irgendwie. Und auf einmal habe ich nur noch Gerangel gesehen. Und da so, also er ist jetzt nicht der größte Mann, ne? Da war einer, der war wirklich einen Kopf größer und das ging so schnell. Ich glaub, mit dem hat er sich angelegt? Ich glaube, der hat sogar ein Knie ins Gesicht gekriegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Also wurde er angegriffen? Ja. Und er war nicht der Angreifer? Ja, nein, absolut nicht. Ach so. Als der Patient im Schockraum lag, wurde auch klar, dass da wirklich eine heftige Schlägerei stattgefunden hat. Er sah sehr mitgenommen aus und war auch zwar ansprechbar, aber er wirkte wirklich sehr müde und sehr fertig. Wir machen eine Röntgenaufnahme, müssen wissen, ob die Nase gebrochen ist oder ob sonst irgendwas von den knöchernen Strukturen am Schädel. Nur mal eben gucken. Aber es ist nur oberflächlich. Gebrochen ist und später gucken wir dann, was wir da machen müssen, ob man das operativ machen muss oder ob wir nur so einem ein bisschen was nähen müssen. Schauen wir mal, ne? Als Herr Meyer in Begleitung seiner Freundin hier zu uns eingeliefert worden ist, war nun ja die Schlägerei für uns erstmal im Vordergrund. Aber was nun die Ursache gewesen ist, das war uns zu diesem Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht klar. Ist Ihnen schlecht? Ist Ihnen schlecht? Das ist hier was. Ganz ruhig erstmal. Was ist denn, Mann? Der Krampf. Was? Was? Also zurück. Schnell. Schiebt ihr, soll ich die Arme aufziehen? Ja, ja, die hat sie kam, bitte. Vorsicht. So, langsam. Hier ist Pommes drin. Den Anfall, den Herr Meyer hier bei uns bekam, hat mir sehr große Sorgen bereitet. Ich dachte also zunächst, dass er eine Hirnverletzung hat, die vielleicht durch eine Blutung zu einem Anfall geführt hat. Das musste sofort abgeklärt werden. Ich habe eben den Mann vorne gesehen. Das war der Mann, der ihn angegriffen hat. Okay. Der steht da vorne, ja. Den haben Sie gesehen? Das ist der, ja, der große Lange. Kann es sein, dass er den erkannt hat und sich deswegen jetzt so aufgeregt hat? Das kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Eigentlich gar nichts. Wir haben ja gar keinen Bezug zu der Person. Hat er denn bekannte Epilepsie? Ist das schon mal vorher? Nee, ja, das sah so ein bisschen aus wie ein epileptischer Anfall. Ist das bekannt? Vielleicht, wie lange kennen Sie sich denn? Vielleicht ist das ja schon früher gewesen, also in der Kindheit. Weder in der Familie noch in der Kindheit und noch in den letzten vergangenen Jahren. Also absolut gar nicht. Er ist eigentlich kerngesund. Also es ist uns nichts bekannt. Der erstmalig aufgetretene Krampfanfall ist ein Alarmzeichen. Um Blutungen im Hirn auszuschließen, wird der Patient sofort in der Radiologie weiter untersucht. Die Ärztin kümmert sich nun um den mutmaßlichen Angreifer und seine Freundin. Hallihallo.
So. Nee, dann entschuldige, ich habe keinen Bock mehr. Immer muss ich entschuldigen. Nee, es reicht. So, wer ist jetzt der Patient? Beide sehen lediert aus. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Schmerzen wie er. Gucken Sie sich meine Nase mal an. Ja. Was ist passiert? Bitte, bitte erzählen Sie. Wir wollten tanzen gehen, wir wollten in Ruhe, wollten Spaß haben. Ja. So, und dann fängt er an, sich zu prügeln. Der andere Typ, das der kam. Ja, aber was soll das denn? Du musst nicht mal so ausrasten. Der ist vollkommen ausgerastet, hat draufgeschlagen wie ein Irrer. Ich wollte dazwischen gehen. Auf Sie? Nee, auf den anderen, der mich geprügelt hat. Ja, nee, aber es reicht. So hat er das verdient? Nein, hat er gar nicht. Keiner hat das verdient. Nee, auf gar keinen Fall. Der war der Erste, der zugeschlagen hat. Ja, trotzdem. Ja, aber deswegen muss man noch keinen zusammenschlagen. Ja. Du musst immer weitermachen, immer weitermachen, immer weitermachen. Und dann, ich wollte dazwischen gehen, wollte ihn zurückhalten. Und dann habe ich voll seinen Ellenbogen gegen die Nase bekommen. Ja, super. Guck mal, wie ich aussehe. Hast du mir auch leid. Als ich Herrn Lang zum ersten Mal sah, war ich eigentlich sehr ungläubig, dass der kleine Herr Meier der Aggressor gewesen sein soll, weil Herr Lang doch auch eigentlich sehr viel größer, kräftiger und auch sich sehr viel aggressiver darstellte. Ja. Wir müssen das Röntgen, ne? Das ist klar. Ne? Also das kann ich mir nicht gefallen lassen, das geht nicht. Aber irgendwann. Jedes Mal musst du dich prügeln, immer wenn wir feiern gehen. Man kann sich ja auch mal verbal wehren, man muss sich ja nicht immer direkt physisch zur Wehr setzen. Ja, wenn der Typ mich schlägt, hätten sie den schlagsigen Typen sich mal angucken müssen. Ich kann es nicht gefallen lassen, da habe ich Ruf zu verlieren hier in Köln. Also wenn es mal zu einer Schlägerei kommt und er ist getroffen worden, dass man so auf jemanden eindrischt und so zusammenschlägt, da habe ich kein Verständnis für. Der kam einfach auf mich zu, hat mir einen reingehauen und da musste ich mich halt verteidigen. Also einfach so, der hat sie nicht angesprochen, sondern... Ne, ganz komisch. Echt, wir haben einfach getanzt. Ja. Das muss ich ehrlich sagen, der sah echt komisch aus. Der sah irgendwie, seine Augen waren so riesig und er hat sich schon merkwürdig verhalten. Aber trotzdem, muss trotzdem. Ja, wie er betrunken oder wie er betrunken oder. Drogen oder so, keine Ahnung. Der sah so aggressiv aus, die Augen waren so groß und ja. Klar, er muss sich wehren, aber man also muss sich immer weiter draufschlagen. Das ist irgendwie auch ein bisschen anders geschehen. Ja. Es war so, dass sie irgendwie... Naja, also ich habe einen Schlag bekommen, ich bin dann einfach direkt dahin gegangen und hab die natürlich außer Gefecht gesetzt. Ich muss mich halt wehren. Selbstverständlich so. Das und war halt schon allgemein die komisch. Haben, die ist also ja, die hab ich, genau, von seinem Schlag quasi. Er hat mich ja zuerst geschlagen. Ja, aber der ist so klein. Da muss der ja aber ordentlich um sich geschlagen haben, dass sie... Ja, deswegen bin ich auch so ausgeflippt. Ich lasse mir den Scheiß gefallen. Ja, also wirklich, der erste Schlag, der gekommen ist, der kam... direkt jemanden derartig zusammen. Es gab also widersprüchliche Aussagen der Kontrahenten über das Verhalten von Herrn Meier. Das soll sehr auffällig gewesen sein, sodass wir auch zunächst erst mal gedacht haben, es seien Drogen oder Alkohol im Spiel gewesen. Was aber von der Freundin des Betroffenen heftig verneint wurde. Doch das Paar bleibt dabei, dass der andere Verletzte zuerst zugeschlagen habe. Dr. Johanna Krämer hofft nun, anhand der Radiologieergebnisse mehr darüber herauszufinden, was so einen ungewöhnlich aggressiven Zustand des 25-Jährigen ausgelöst haben könnte. Also es sieht einfach aus wie ein epileptischer Anfall. Wir müssen jetzt herausfinden, was ist die Ursache. Sie können sich nicht erinnern an das ganze Geschehen. Und der Kontrahent behauptet, dass sie auf ihn losgegangen sind. Ach, du liebes Bisschen. Ich wollte ihm gerade einen neuen Eisbeutel geben. Ja. Willst du, dass ich ihm noch was gebe? Ja, bitte noch mal eine halbe Ampulle, eine halbe. Epilepsie hat viele Gesichter. Man kann leichte Erscheinungen haben, wie zum Beispiel Schmatzen oder kurzfristige geistige Abwesenheit. Bis zu sehr schweren Krampfanfällen. Auf keinen Fall sollte man das unterschätzen und sofort einen Arzt aufsuchen. So etwas kann auch spontan auftreten. Es muss nicht eine Krankheit sein, die man schon seit Jahren kennt. Das kann auch spontan auftreten. Es kann eine Infektion sein. Die Blutwerte werden ja untersucht. Es gibt tausend Gründe dafür. Auf jeden Fall muss er erst mal hierbleiben und wir brauchen ein EEG. Das heißt, wir müssen diese Gehirnströme von einem Neurologen messen lassen und darauf kann man sicher feststellen, ob das ein epileptischer Anfall ist oder nicht. Das müssen Sie bitte einmal laut losmachen. Was ist das Telefon auf? Der krampft schon wieder. Das Telefon. Sie müssen das Handy hier ausmachen. Ja, also das ist schon seltsam. Ja, ich habe den Eindruck, immer wenn das Handy klingelt, dann bekommt er wieder einen Anfall. Das Handy?
Ja, wenn das Handy geht irgendwie. Immer wenn das Handy geht, geht das wieder los. Irgendwelche Funken oder Strahlung, oder keine Ahnung. Das müssen wir herausfinden. Also wir werden ihn auf alle Fälle jetzt erstmal zum EEG bringen. Hat er das denn sonst auch gehabt, wenn das Handy klingelt? Noch ist keine eindeutige Ursache für die Krampfanfälle gefunden. Inzwischen liegen jedoch die Röntgenbilder der jungen Frau vor, die während einer Disco-Prügelei unabsichtlich von ihrem Freund im Gesicht verletzt wurde. Ja, das ist wunderbar gebrochen, aber da ist noch so ein kleiner Splitter. Ich hab echt die Schnauze voll. Jedes Mal musst du dich prügeln, dann kommt sowas dabei raus. Meine Nase muss operiert werden. Hallo? Das wollte ich nicht. Guck mal, wie ich aussehe. Ehrlich nicht. Das wird eine Narbe geben. Ich werde für mein Leben lang nein, es gibt sein. Keine Narbe. Das, nein, mit Sicherheit nicht. Also das kriegt man ganz schön wieder hin. Aber es muss operiert werden. Und Sie müssen irgendetwas unternehmen. Sie müssen zu einem Anti-Aggressionstraining. Ja, haben Sie da vielleicht irgendwas für mich? Ja, wir haben da Adressen. Da gibt es so eine Gruppe, so eine Männergruppe. Ja. Wir werden Ihnen die Adresse mitgeben, dass Sie sich da bitte melden. Mhm. Und Sie lassen sich das zeigen, dass er da auch gewesen ist. Wenn du das nicht machst, dann ist es vorbei. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will dich nicht verlieren. Wenn du nicht dahin gehst, wenn du dir nicht helfen lässt, dann ist Schluss. Und zwar für immer. Ich möchte das nicht verlieren. So, jetzt begleiten Sie bitte erstmal Ihre Freundin zur Station. Ja, natürlich, klar. Kommen Sie anschließend wieder, dann gucken wir nochmal nach Ihrem Auge. Ja. Und dann sind alle versorgt. Okay. Gut? Dankeschön. Die Situation bei Frau Weber kann ich emotional sehr gut nachvollziehen. Die junge Frau ist ihrem Freund sehr zugewandt, ist aber doch oft von ihm enttäuscht worden über seine Aggressivität. Ist er einfach nicht Herr. Und Frau Weber hat einfach die Geduld mit ihm verloren. Und das auch völlig zu Recht. Ich denke, aber sie konnte ihn bewegen, Reue zu zeigen und auch sich in eine Behandlung, zum Beispiel ein Anti-Aggressionstraining, zu begeben. Doch noch immer steht die Aussage im Raum, dass der andere Verletzte die Prügelei begonnen hat, obwohl ihm körperliche Gewalt eigentlich fernliegt. Gleich wird der Ärztin auch klar, wie es dazu kam. Denn hinter seinem aggressiven Verhalten steckt tatsächlich eine ernste Erkrankung. Da ist es nun mal zu sehen. Das ist ein epileptischer Anfall. Also ein Neurologe muss sie auch weiter betreuen. Da müssen sie engmaschig in Kontrolle bleiben. Es muss ein bestimmtes Medikament gegeben werden. Das muss der Neurologe aber mit ihnen besprechen. Und sie müssen natürlich auch prüfen, wie ist das mit dem Auslöser. Also ich vermute ja, dass es das Klingeln des Handys gewesen ist. Das ist natürlich eine gefährliche Sache. Da müssen wir genau gucken, ist es die Frequenz, ist es eine bestimmte Melodie? Was ist das an diesem Ton? Ich glaube, das ist mein Klingelton gewesen, den habe ich neu. Denn er hat ja sicherlich auch ein Handy und das klingelt ja nun mal hin und wieder. Das sollen Handys ja. Ich habe diesen Klingelton, der ist neu, weil mir das Lied so gut gefallen hat. Und dieses Lied, das lief auch in der Disco. Und da wollte ich dann mit ihm tanzen. Ich wollte mit ihm tanzen auf das Lied, weil das ist mein Lieblingslied. Und da hat er angefangen, sich komisch zu verhalten. Ja. Und das wird wohl das Lied gewesen sein. Also dann rekapitulieren wir. Dieses Lied ist das der Auslöser für den epileptischen Anfall. Und dieser Vorfall in der Disco war halt eben durch dieses Lied, kriegt er den Anfall, haut um sich, trifft unglücklicherweise diesen etwas aggressiven Menschen, haut dem ins Gesicht, der reagiert extrem. Fühlt sich angegriffen. Aggressiv, also ich will den nicht entschuldigen, das ist auch kein Grund, sich derartig aufzuführen. Ihr Freund kann eigentlich gar nichts dafür. Für Herrn Meyer ergeben sich natürlich eine Vielzahl von Veränderungen in seinem Leben, auf die er sich jetzt einstellen muss. Er muss also zunächst ein Medikament erhalten, das er auf Dauer einnehmen muss, damit die Krampfanfälligkeit des Gehirns sinkt.
Und man muss auch eben beim Neurologen noch abklären, welche Tonarten in Zukunft zu meiden sind, wo er sich einstellen muss, dass er solche Musik nicht wieder hört oder sich da nicht in Gefahr begibt, in öffentlichen Musikveranstaltungen zum Beispiel. Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass die Epilepsie tatsächlich durch bestimmte Töne ausgelöst wird. Dank Medikamenten kann der 25-Jährige aber trotz seiner Erkrankung ein normales Leben führen. Sein Nasenbeinbruch ist folgenlos ausgeheilt.